Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origin mit mir, dem Jan. Jetzt werde ich erstmal hier auf der Karte gucken, wo ich jetzt als nächstes hingehe. Ich glaube, ich gehe mal zu diesem Fragezeichen. So. Rein theoretisch könnte ich mein Pferd rufen, was immer komischweise immer da ist, wenn ich es brauche. Was brauche ich denn, um meine Sachen hier zu verbessern? Ausrüstung. Ach so. Ja, da brauche ich noch andere Sachen außer das, was ich habe. Holz. Holz kriege ich doch, wenn ich hier einen Bogen zerstöre, glaube ich. Also. Zerstören. Ich hab genug. So. Herstellen. Gut, jetzt gehe ich dann weiter zum Fragezeichen. Diesmal ist es wirklich ein Fragezeichen und kein Ausrufezeichen. Ich hoffe, dass mir kein Löwe oder so entgegenkommt. Ich muss mir das auf jeden Fall irgendwann mal erlernen, dass ich Tiere zähmen kann. Und da unten ist ein Löwe. Scheiße. Da ist nicht nur einer, das ist... Oh du Scheiße, da ist eine Höhle. Boah ey, bitte sehen die mich nicht. Und hier bitte sind die nicht noch mehr. So. Ja. Welche muss ich denn? 20. Kann ich den nicht einschläfern? Rennt der weg? Wo rennt er jetzt hin? Kommen noch wieder her. Von da hat sich keiner angegriffen. Bleibt jetzt die ganze Zeit da hinten stehen. Wunderbar nicht. Hier ist auch nirgendwo, wo man sich verstecken könnte. Jetzt dreht er um. Pferd rufen. Wo bist du?
Und abhauen. So, das habe ich jetzt auch. Ich mache noch die ganzen Fragezeichen hier auf der Insel und dann darüber. Ist aber erst ab Stufe 31, also mache ich das nicht. Und dann geht es zu dem Aussichtspunkt. Allerdings hier drüben ist auch noch einer. Ach du Scheiße. Das wird doch eh hier nur sein, dass ich irgendwelche Tiere töten muss. So. Guck mal, kein von ihnen getroffen. So. Jetzt sind es wieder 300 Meter. Und jetzt steige ich wieder ab, da und lauf den Rest. Oh. Das sind die Räuber, die der Historiker erwähnte. Wo sie das Schwert von Ptah wohl aufbewahren. Ich würde sagen, dass sie hier eine Höhle irgendwie aufbewahren. Aber ich bin ja immer einer, der tötet dann sofort hier alle. Der hat jetzt gesehen, dass er tot ist. Das kann nicht sein. Hast du das gehört? Nein. Das kann nicht sein. Setze dich gerade im Moment hin. Du hast mich nicht gesehen. Hältst dich für was Besonderes, hä? Hey, wenn es nicht herkommen soll! Wieso? Du darfst nicht hier sein. Ey, darf ich wohl. Und du sagst, kannst mir nicht sagen, wo ich hin darf und wo nicht. Hier. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Hey, was? So, erstmal hier Pfeile plündern und dann hier alles aufsammeln. Hier ist doch vielleicht ein Schatz. Ne, hier ist nur wieder was zum Lesen. Munition voll, aber hier kann ich Schätze plündern. Also Schätze. Es sind ja nicht wirklich Schätze hier. Ey, hier ist doch bestimmt noch irgendwo eine Wache. Ich würde den ja befreien, den Löwen, aber wenn... Aber der tötet mich ja.
Ja, da hinten ist der Höhleneingang, wo die ganzen Löwen sind. Das sind keine Löwen, das sind Hyänen oder so, wie auch immer die Dinger heißen. Wieder jemand. Jetzt springe ich hier so doof rum. Sind jetzt alle weg? Plündern. Ich danke euch, teuerste Göttinnen. Damit werde ich den Glauben erhalten. So, ich komme doch bestimmt hier wieder, oder? Nein. Oh, Scheiße. Oh, okay, hab's. Was kann ich denn jetzt hier wieder herstellen? Ich wollte keine Nacht machen. Dann gehe ich wieder zurück. Also, einmal draufdrücken, kurz. Ausrüstung. Und zwar kann ich hier das verbessern. Ja, mach ich mal. Die Gesundheit höher. Ein besseres Schild habe ich. Und Nahkampfwaffen wahrscheinlich auch. Welche, die besser sind, auch nicht. Naja, sind nicht besser. Aber ich muss ja nochmal hier auf die Karte gucken. Dann gehe ich jetzt hier rüber. Hab ja schon viel entdeckt. Ach du Scheiße. Nicht ins Loch fallen. Ich habe immer das Gefühl, dass es immer 300 Meter sind. So. Jetzt an die Spitze der Insel reiten, wo ich wieder Tiere töten muss. Oder? Nee, einen Schatz plündern. Als ob ich hier einfach nur einen Schatz plündern muss. Aber die Frage ist, wo der Schatz ist.
nämlich unter Wasser. Alter Scheiße, das sind Krokodile. Boah, die Krokodile habe ich eben gar nicht gesehen. Schön. Mal auf die Karte wieder gucken. Das habe ich ja jetzt auch erledigt. Das heißt, mit dieser Insel bin ich fertig. Und dann gehe ich jetzt noch zu dieses Fragezeichen, dann zum Aussichtspunkt. Boah, ey. Ja, ey, komm doch her und bleib nicht da stehen. Warum wurde er jetzt da gespeichert? Ich reite hier immer hin und her. So. Das ist eh wieder nur was zum Tauchen da hinten. Oh. Ja, darauf habe ich keinen Bock. Ich lasse es! Ich lasse es jetzt Nacht. Weil ich wahrscheinlich nochmal da drauf drücken werde und dann wird es Tag. So, dann gehe ich jetzt hier zum Aussichtspunkt. Gibt es hier irgendwo ein Schiff? Nein. Jetzt muss ich hier durchs Wasser tauchen, wo 100 pro irgendwelche Gefahren sind. Habe ich gerade gesagt, durchs Wasser tauchen? Durchs Wasser schwimmen, meine ich. Aber eigentlich kommen die ja immer zu einem hin. Zwar verstehe ich nicht warum, aber es ist so. Ich leih mir mal dein Boot. So. Da hinten wird wieder jemand angegriffen. Vom Krokodil wahrscheinlich. War ich hier schon mal? Wieso kommt er jetzt da oben nicht dran? Achso, und jetzt plötzlich schon. So. Hier oben ist noch was zu plündern. Zu lesen. Aber ich lese nie. Synchronisieren. Die schöne Welt. Und dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.